Wolfram Schmidt, ich bin 69 Jahre alt und habe vor 37 Jahren die Oldtimer Interessengemeinschaft in Neustadt an der Aisch gegründet und bin Mitglied in der Hercules IG seit Anfang an. Meine Sammlung enthält neben den Fahrrädern Motorräder, Mopeds und auch aus dem Bereich Rundfunk, zum Beispiel beginnend mit dem Volksempfänger über Plattenspieler, DVD-Player, Videorekorder bis hin zum modernen Radio. Ich habe einen besonderen Bezug zu Hercules und zwar gibt es hier zwei Gründe. Einer ist, dass der Karl Marschütz, der Gründer von Hercules in Burghaslach, also bei uns im Landkreis, geboren ist. Und der zweite Grund ist, dass mein Vater 1948 zu Hercules kam und den Aufbau von Hercules mit erledigt hat. Am Freitag und am Samstag war eben das Treffen in Burghaslach am Ort den Geburtsort vom Gründer Karl Marschütz. Es waren ca. 50 Hercules-Motorräder aus den 50er, 60er, 70er, 80er und 90er Jahren beim Treffen. Wir haben zwei Besichtigungen durchgeführt, einmal bei mir hier in Neustadt-Aisch und das zweite Mal in Hüttenheim im Fahrradmuseum von Norbert Gonczorek. Ja, wieder. Kannst du nur damals schon sagen, weil der letztendlich nicht